der Hammer. Du hast doch immer was mit mehreren gleichzeitig laufen. Du hast die ganze Mannschaft durch. Und auch die Ersatzbank. Hey, was ist los? Die Haushälterin hat angerufen. Im Bad ist ein Rohr geplatzt. Also fährst du jetzt nach Connecticut? Ich muss dich leider vertrösten. Ich wollte zu Mark. Sie müssen seine Haushälterin sein. Nein, ich bin seine Frau, Kate. Sind Sie so eine Art strippende Klempnerin oder so? Was ist passiert? Er ist verheiratet. Kann dir doch echt egal sein. Ist das Ihr Ernst? Ich dachte, wir könnten vielleicht was zusammen essen. Wenn ich Sie reinlasse, trinken wir keine Kosmos und flechten noch keine Zöpfe. Ich kann einfach mit Frauen wie dir nicht mithalten. Wir wurden beide vom selben Typen verarscht. Tequila oder lieber Wodka? Weißt du, ich soll ihn verlassen? Was sagt dein Bauchgefühl? Oh Gott. Die geilste Nacht meines Lebens! Das ist so schrecklich. Er trifft sich mit jemandem. Dann betrügt er uns beide. Ich bin's nämlich nicht. Oh Mann. Was machst du da? Was ist denn hier los? Hi. Hi. Ich kann einfach nicht glauben, dass er lügt. Du riechst unglaublich gut. Was ist das? Ich schätze einfach nur Schweiß. Was wollen wir jetzt machen? Ich möchte ihm wehtun. Wir sollten ihm in die Eier treten. Ich finde es sensationell, wie dein Hirn funktioniert. Aber ich finde, wir sollten auf etwas Größeres abzielen. Ich habe das hier gefunden. Er bestiehlt seine Partner. Finden wir das Geld und ruinieren ihn. Wenn wir die Anwältin, die Ehefrau und die Möpse zusammenstecken, dann sind wir genauso gerissen wie er. Du fütterst ihn mit Hormonen. Tu ich auch. Genug für eine Geschlechtsumwandlung. Ich sehe aus, als bräuchte ich einen BH. Ich denke, du erreichst gerade die Manopause. Manopause? Aha, ist dir ein wenig. Soll das ein Witz sein? Gespiele Nummer 3. Wenn wir noch mehr Gespielinnen finden, muss ich sie auf Entziehungskurs schicken. Ihr seid die schrägsten Freundinnen. Wir sind die allerschrägsten Freundinnen. Was ist denn mit deinem scharfen Bruder los? Nein, du bekommst nicht meinen Mann und meinen Bruder. Du bist einfach zu gierig.